der Eisenstraße im alten Schmiedeort Ipsitz findet sich das Emailwerk Ries. Unser Unternehmen ist gegründet worden als Pfannenschmiede 1550 hier in Ipsitz an der niederösterreichischen Eisenstraße. Wir sind mit unseren Produkten eine sehr intensive Handarbeit, Manufaktur und haben alle Produktionsstufen oder Schritte in eigener Hand. Beginnt beim Rohmaterial, das wir hier in Österreich bei der Föst einkaufen, vom Zuschneiden, Zuschnitten zu den Zuschnitten oder zu den Ronden. Dann gibt es das Tiefziehen in mehreren Ziehoperationen, je nachdem wie tief der Artikel ist. Dann entfetten, Griffe anschweißen und dann emaillieren. Emaillieren heißt Glas auf Eisen aufschmelzen. Und das geht in mindestens drei Prozessen. Erstens das Grundemail, das ist die Verbindung Glas mit Eisen. Dann kommt das Außenemail, Innenemail. Und wenn ein Dekor draufkommt, dann haben wir noch einmal einen vierten Prozess. Und das heißt, jeder Artikel läuft viermal durch den Brennofen bei 830 bis 850 Grad. Vieles geht bei der Herstellung von Rieskochtöpfen heute maschinell. Die Handarbeit beschränkt sich großteils auf das Bedienen und Bestücken von Maschinen. Die beschichteten Töpfe in allen Farben wurden schon zu Großmutters Zeiten verwendet. Ihre Herstellung ist ein ganz spezielles Verfahren. Das Aufbringen von flüssigem Glas auf das Eisen muss gekonnt sein. Da muss jeder Arbeitsschritt sitzen. Wer hier bei Ries lernt und arbeitet und das Emailhandwerk versteht, kann stolz darauf sein, einen selten gewordenen Beruf zu beherrschen. Und auch die Besitzer und Käufer von Rieswaren können sicher sein, etwas Seltenes und typisch Österreichisches zu haben. Wir als Unternehmen sind die einzige Emailgeschirrfabrik und einzige Kochgeschirrhersteller in Österreich übrig geblieben. Wir haben uns entschieden, in die Vielfalt zu gehen. Wir haben derzeit an die 650 verschiedenen Rohwarenartikel, die sich dann in die verschiedenen Farben auseinandersplitten, ob das jetzt in Farben ist, ob das jetzt in Designs, in Dekore oder solche Dinge sind. Auf Bestellung kann so ein Riestopf alle möglichen Dekore bekommen. Auch das macht den Reiz eines Emailgeschirrs aus. Unsere kleine Spezialanfertigung für M4TV ist bereits in Verwendung und bewährt sich. Beim Einsatz von Emailgeschirr tut man auch etwas für die Umwelt, denn es braucht weniger Energie wie anderes Kochgeschirr. Früher hat es ja nur Schmiedeeisen gegeben mit hohem Kohlenstoffanteil und erst wie das Bessemer-Verfahren entwickelt worden ist, ist es gelungen, Email, Glas mit Eisen zu verschmelzen. Und daher war eigentlich die allererste Anwendung mit dem Hightech-Werkstoff Email das Geschirr als reines Gesundheitsgeschirr, wie es erfunden wurde. Und so haben wir seit 1922 dieses Gesundheitsgeschirr in unserem Produktionsprozess. Wir benötigen zum Kochen mit unserem Geschirr nur 500 Watt. Moderne Herde, die heute am Markt kommen, haben 3,8 Kilowatt. Das heißt, wenn ich heute einen Induktionsherd habe, einen modernen, und mit einem Riesgeschirr kochen möchte, dann sollte man das Kochen neu beginnen oder neu lernen. Weil wenn einer sagt, ja, ich fahre mit dem Ofen mit Vollgas weg, dann ist das Erste, dass er innerhalb von 25 Sekunden 450 Grad in das Geschirr bringt. Und das ist nicht wirklich gescheit. Weil da kann natürlich auch eine Beschädigung des Herdes und auch des Geschirres passieren. Das heißt, Oberfondgas, kleine Stufe. Und damit behaupten wir natürlich, wir sind das modernere Geschirr. Erstens wesentlich energieeffizienter von der Produktion bis zur Anwendung. Zweitens haben wir ein Gesundheitsgeschirr, Glas, keine Geschmacksneutralität, also keine Geschmacksveränderung durch Geschmacksneutralität. Wir haben schnittfest, kratzfest, alle Vorteile, die wir haben können und haben dadurch auch den Vorteil, wir haben keine Schwermetalle, die sie auslösen können oder solche Dinge. Daher ist eigentlich unser Werkstoff der modernere, auch wenn viele glauben, den hat es schon so lang gegeben, das muss was alt sein. Ich vergleiche das immer und sage, dann würde heute jedes Bio-Lebensmittel auch unmodern sein. Ries Email ist nach wie vor voll im Trend.